Hallo meine lieben Leute, euer BlueX2Mal wieder am Start und herzlich willkommen zum finalen Part von 6 Jahre Mario Maker. Es ist soweit, wir haben sehr viele geile Level gesehen und heute wird es enden. Ich bin sehr gespannt, was für geile Level uns heute noch erwarten. Und yo, das Projekt war mehr cool, mehr geile Level. Und wow, man wurde doch immer mal wieder neu überrascht. Sehr cool. Und jetzt wird es wahrscheinlich zu Ende sein. Ich glaub's noch nicht ganz. Vielleicht kommen da noch Bonus-Level. Wer weiß. Aber jetzt wird erstmal Schluss sein. Und jo, ich würde sagen, wir legen einfach los mit dem Level von IG's Cook. Thrifting Switches, okay. Beatblocks sind nicht genug. Wir brauchen Beat Blasters, alles klar. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ganz großen Dank an alle, die hier immer fleißig dabei waren und auch immer fleißig kommentiert haben. Vielen Dank. Und ach, so ist das gemeint. Sehr schön. Und ja, es ist so ein komisches Gefühl, jetzt dass das jetzt hier endet tatsächlich. Das kann ich ja noch gar nicht glauben, aber ja, mal gucken, was ich auch nachträglich noch habe, beziehungsweise als, nicht nachträglich, aber so als Anschlussprojekt, keine Ahnung. Mal schauen. Und ich sterbe erstmal doof. Ja, Mario Galaxy 2 steht auf meiner Liste, ne? Ganz weit oben. Und vielleicht wird das folgen als Projekt, weil ich... Ja, doch, ich glaube Galaxy 2. Da hättet ihr, glaube ich, auch Bock drauf. Aber theoretisch habe ich auch noch andere Dinge geplant. Mal gucken. Mal schauen, lasst euch einfach überraschen. Es wird auf jeden Fall hier weitergehen. Definitiv. Und wir gehen rechts lang, denke ich. Ja, ist, glaube ich, egal. Perfekt. Und die Knochen trocken. Die sterben. Sehr schön. Und ach so, ich muss da oben hin. Sehr gut. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt erstmal Pause tue ich eigentlich nicht einlegen. Nee. Also ich versuche da schon direkt weiterzumachen mit irgendeinem Projekt. Mal gucken. Und wir müssen jetzt hier so springen, oder? Ah, wahrscheinlich einen Weitsprung machen. Genau, dann schaffen wir es nicht. Tja, wir müssen hier mit Fullspeed kommen. Ja, okay. Das ist ein Sprung, der nicht so einfach ist. 1, 2, 3. Und ich hätte vielleicht noch früher springen sollen. Ja, okay. Okay, nice. Oh mein Gott, alles klar. Mario. Cooles Level, by the way. Weil ich natürlich auch weiter mit Mario Maker Videos machen könnte. Ich hab da theoretisch immer noch eins auf Vorrat, was ich schon die ganze Zeit nicht online gestellt habe, weil ja dann das Projekt hier rauskam. Aber da habe ich auch noch Videos. Und da kann ich ja theoretisch auch in die Richtung weitergehen. Mal gucken. Ansonsten streame ich ja sehr viel auf Twitch gerade. Auf YouTube bin ich zurzeit immer noch sehr unzufrieden. Ich weiß nicht, ob YouTube das mittlerweile behoben hat, die Fehler. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber trotzdem, Twitch-Streams sind um einiges geiler, Leute. Als YouTube-Streams. Ups. Aus vielen verschiedenen Gründen. Also wer mir nicht auf Twitch folgt, kann mir gerne auf Twitch folgen. Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, das tun wir auch aktuell vorrangig Speedruns und Mario Maker Stuff. Aber vielleicht auch anderen Stuff. Mal gucken. Ich wollte ja eigentlich so machen, dass ich auf YouTube zumindest die Live-Let's Plays weitermache. Aber YouTube kotzt mich gerade so richtig an. Aber ja gut. Ups. Da bin ich nicht sicher, wie ich es mache oder ob ich YouTube da noch eine Chance gebe. Mal schauen. Aber ich glaube auch,
dass meine Zuschauer oder viele von euch haben mehr Bock tatsächlich auf Twitch. Und die meisten kommen auch rüber. Was auch ziemlich krass ist. Von daher vielen, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle auch. Da ist eine Münze, die will ich holen. Okay. Und ja, ich muss sagen, mit jedem Stream fühle ich mich tatsächlich da sehr, sehr, sehr wohl. Wahrscheinlich mache ich da irgendwann nochmal ein extra Video zu, weil ich will jetzt eigentlich nicht dieses Projekt hier mit einem Twitch-Labertalk hier beenden, ne? Nee, nee, nee. Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Aber wer will, kann mir gerne reinfollowen. So. Hier ist ein One-Up, sehr schön. Okay, aber ich komme hier ganz gut durch. Ja. Noch hoch, 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 hoch. Und ja, jeder kann auch gucken. Ja, also man muss sich gar nicht mal explizit einen Kanal erstellen, sondern man kann auch einfach so auf Twitch gehen und mich da gucken. Flag. Ach so, hier ist der Kuchen. Okay, ich will natürlich den Kuchen haben. Sehr, sehr gut. Und mal schauen. Oh, jetzt kommt hier. Jetzt kommen hier wahrscheinlich noch schwierige Sprünge, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Wobei, bisher. Ups, ich bin tot. Ich bin tot, ich hätte da rein müssen. So. Perfekt. Bin ich halt bisher. Jetzt bin ich halt klein, aber ich hoffe, das stört nicht. Nee, ich hoffe. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke, das passt. Aber mal gucken. Mal gucken. Ich gehe nach oben. Definitiv nach oben. Und hätte ich jetzt hier runtergemusst? War hier noch was? Nee, hier war nichts mehr. Hier war nichts mehr. Schnell wieder hoch. Nicht sterben. Ah, ich mag die 3D World Level hier. Sieht mir nicht so oft so geile Level. Ach, hier haben wir einen kleinen Kuchen. Na, für die nicht alle Münzen haben. Sehr schön. Aber ich habe natürlich alle Münzen. Sehr cool. Oh, und die Kuchenjagd. Oh, ich werde sie vermissen. Ich werde sie vermissen. Das hier, der vorletzte Kuchen, Leute. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ganz glaube ich es noch nicht, dass es jetzt wirklich nur noch ein Level geben wird. Ich werde das auch gleich wahrscheinlich begründen. Und oh nee, dann die Box kommt man nur, wenn man groß ist. Also habe ich doch etwas verpasst. Okay, gemein, gemein. Ja gut, das schneide ich euch dann rein. Ist okay, das schneide ich mich rein. Und wir gehen jetzt hier ins Ziel, nehme ich an. Mit. Ach so, ah ne, wir kriegen das Leben nur, wenn wir da oben den Block treffen. Okay, kreativ. Sehr schön. So, guck mal, ob hier oben noch was ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da dann runterkommt, wenn man den Teleporter hat. Sehr gut. Und wir. Wir treten jetzt das letzte Level. Bis gleich. So, und da sind wir angekommen beim letzten Level. Und, oh, ich dachte, das wäre kein Musiklevel. Ja, so als typisches letztes Level, ja, ist doch eigentlich immer ein Musiklevel gut geeignet. Und das hier ist doch ein Musiklevel. Okay, von daher könnte das doch das letzte sein. Mal schauen, mal schauen. Boom, boom, Bärnagel von Skeltane. Alles klar. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Wir werden wahrscheinlich gegen Bumbums kämpfen. Ganz viele Bumbums. Und coole Musik nebenbei haben. Ja, ihr seht, ich bin immer noch sehr, sehr misstrauisch. Weil ich weiß doch ganz genau, letztes Jahr war es auch so, dass Monate später noch Bonuslevel kam. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, muss ich den Bumbum töten? Oh, vielleicht hätte ich den töten müssen. Keine Ahnung. Geht das überhaupt? Na gut, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal und, blöder Gegentreffer. Aber wir sind immer noch groß, das passt. Und hier müssen wir sowieso klein werden. Perfekt. Schöne Musik. Die sagt mir jetzt allerdings nichts. Wenn euch die Musik was sagt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, könnte vielleicht so BBC-Musik sein.
Oh nein, ich muss unten bleiben. Ach, oh, shit. Das ist doof. Ich wollte eigentlich mein Panzerchen behalten. Aber egal. Vielleicht sollte ich nochmal neu machen. Vielleicht. Ja, der Kuchen hat bestimmt damit was zu tun. Oder zumindest die Münze. Ja, aber die Musik, die... Die habe ich, glaube ich, mal gehört, tatsächlich. Oh Gott. So. Okay, aber keine weitere Münze. Verdächtig. Oh, die 50er Münze brauche ich eigentlich nicht und das war dumm. Warum gehe ich da rein? Shit. Egal. Oh, coole Musik. Nice. Und ja, hier ist die Münze. Aber wisst ihr was? Ich bringe mich nochmal um, Leute. Bring mich nochmal um. So, da bin ich wieder. Mit der Münze. Und wir werden klein. Okay, perfekt. Gut, dass man sich hier umbringen darf. Und ich glaube hier... Ja, ich glaube den... Ja, ich muss den, glaube ich, verlieren, den Panzer. Aber wäre ja auch unfair, wenn ich hier mit Panzern um mich schmeißen würde, ne? Und ich sollte nicht nochmal ein Power-Up verlieren. Scheiße. Oh mein Gott, ich glaube, ich bringe mich nochmal um. Das war doof. Egal. Mal gucken. Vielleicht kommt nochmal ein Power-Up. Nein, natürlich nicht. Ja, ach komm, Leute, ich bring mich nochmal um. Ach Mann. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, viel zu viele Leute hier. Bring mir die mal um. Hallo? Okay, Münze haben wir. Sehr gut. Dann schau mal, was hier jetzt abgeht. Und du bist kein Koopaling. Du bist ein Koopaling, aber kein Bum Bum. Okay, Mancher. What the fuck? Und ich hatte bestimmt groß bleiben müssen, ne? Ja, aber 100 Pro. 100 Pro hätte ich groß bleiben müssen. Können wir ja gleich wieder umbringen gehen, ne? Eigentlich schon. Oder, oh. Oh. Okay. Vielleicht passt's auch. Oh, es passt, sehr schön. Oh mein Gott, nice. Nice. Und hier haben wir den 6 Jahre Mario Maker Kuchen, der finale Kuchen. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dieses Mal wirklich das letzte Level ist. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall sehr gut organisiert gewesen auch. Definitiv. Letztes Jahr gab es da ja so ein paar Probleme, dass mal da ewig lange nichts kam. Dann kam wieder Level. Ja, und dann kam ein vorzeitiges Ende und nach einem halben Jahr kam dann nochmal Level. Das war ein bisschen chaotisch. Aber jetzt haben sie es wirklich gut hingekriegt. Also wirklich jede Woche, jeden Sonntag um 17 Uhr haben sie ihre Level rausgehauen. Und von daher großes Lob an Kiavik und das Team. Und wir sind hier im Ziel. Sehr schön. Nice. Und ich hoffe, das gibt's nächstes Jahr wieder. Das wäre geil. Und es gibt bestimmt noch viele, viele coole Ideen. Und wer weiß, vielleicht wird bis dahin ja Mario Maker 3 angekündigt. Wer weiß. Und ja, mega geil. Mega geiles Projekt. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt noch so eine Top-Liste machen soll. Level, die mir besonders gut gefallen haben. Aber es sind halt zu viele Level, ne? Es sind so viele Level. Ja, ich weiß nicht. Theoretisch könnte ich da echt alle nochmal durchgehen und dann schauen, ja, was hat mir jetzt am besten gefallen. Aber, ja, keine Ahnung. Also, es gibt sehr, sehr viele Level, die mir sehr gut gefallen haben. Es gab auch einige, die mir nicht so gut gefallen haben, klar. Ich gucke jetzt hier gerade. Aber, ja, doch, die meisten haben mir echt gefallen. Und viele geile Ideen. Sehr schön. Aber ich glaube, eine Top-Liste, nee, mache ich jetzt nicht, das ist auch schwierig umzusetzen. Mal gucken. Ich bedanke mich sehr, auf jeden Fall, für euren Support. Danke an alle Kommentare. Und jo, wir sehen uns dann im nächsten Projekt, im nächsten Stream. Bis dann, Leute. Macht's gut. Euer Bluxu und ciao.